Hallo, liebe Freunde von Tom's Talk Mystery und Interessierte an paranormalen Themen. Hier ist wie immer euer Tom und heute geht es mal um einen Artikel von mir, den ich am 14. Juli 2020 auf meinem Blog veröffentlicht habe und der sich um griechische Spukorte und Gianni Lugos rotes Haus in Thessaloniki dreht. Aber bevor ich jetzt wirklich starte, mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Neben diesem Projekt von Tom's Talk Mystery und meiner Tätigkeit als Ghost Hunter bei Ghost Hunter Einerwupp und RLP habe ich seit einiger Zeit auch ein privates Projekt, wobei ich mich um Straßenhunde in Transsilvanien, Siebenbürgen, also Rumänien kümmere. Ich unterstütze vor Ort zwei rumänische Organisationen, die vor Ort tätig sind und unter anderem dort auch Kassationsprojekte und so weiter starten, beziehungsweise wenn ihr daran Interesse habt, schaut doch einfach mal auf meiner Webseite www.streuner-seelen.de vorbei. Würde mich freuen. So, nun aber zu den griechischen Spukorten. Es gibt rund um die Welt Spukorte und da ich aufgrund meiner Arbeitsstelle bei einem griechischen Anwalt einen besonderen Bezug zu Griechenland habe, dachte ich mir, dass ich für meinen neuen Artikel nach der Pause mal eine Spuklocation aus dem schönen Griechenland aufgreife. Dem Land der Geburtsstunde von Olympia, Demokratie, interessanter Philosophie und vielen klugen Köpfen. Aber um die geht es nun hier nicht, obgleich ich Platon, Homer unter anderem verschlungen habe. Interessanterweise findet man zu Griechenland nicht viele Locations, obgleich es ein sehr geschichtsreiches Land ist. Oft stolpert man dabei über Höhlen und Friedhöfe. Auch gelangt man zu der militärischen Anlage auf Kreta, dem Fort Frango Castello. Hierzu gibt es lediglich eine Geschichte, und zwar jene, dass immer zur gleichen Zeit an einem bestimmten Tag im Jahr Schattengestalten gesehen werden. Es soll sich dabei um Geister von kretischen Soldaten handeln, die während des griechischen Unabhängigkeitskrieges, der von 1821 bis 1829 stattfand, dort gefallen sind. Bislang habe ich dazu keine wirklich interessanten Aufnahmen finden können. Wenn jemand von euch mal auf Kreta ist, mag er oder sie das Fort ja gern mal erkunden und Aufnahmen machen und unseren Ghost Hunter Team zwecks Analyse zukommen lassen. Jedoch hat eine andere Location meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei handelt es sich um ein recht zentral gelegenes Gebäude in Thessaloniki. Es handelt sich dabei um das Rote Haus, welches seinen Namen von den verbauten roten Backsteinen erhalten hat. Das Gebäude ist ein Eckhaus gegenüber einem großen Park. Er wurde 1926 für einen wohlhabenden Industriellen und seine Familie aus der Textilbranche namens Georgios Longos erbaut. Im Laufe der Zeit stand es aber auch über 40 Jahre leer. Meinen aktuellen Infos nach wurde das Haus zwischenzeitlich von einem Multimillionär erworben, der es nach und nach wieder saniert. Im unteren Bereich, im Erdgeschoss, befinden sich Cafés und ein Ladenlokal. Um das Haus ranken sich so manche Gerüchte und Geschichten. Beispielsweise ging die Baufirma, welches das Haus erbaute, wenige Zeit später in Konkurs. Auch wurde die Fabrik des Eigentümers ein Opfer der Flammen und vollkommen zerstört. Bereits zwei Punkte, die manche als böses Omen deuten würden. Hinzu kamen manche auch unerklärliche Suizide von Bewohnern. Man erzählt sich, dass Bewohner Selbstmord begingen, nachdem sie Stimmen hörten und Gestalten sahen, die nicht hätten da sein dürfen. Diese Geschichten waren mitunter ein Grund oder eventuell sogar der Hauptgrund dafür, dass das Haus dann über 40 Jahre leer stand und der Verwahrlosung ausgeliefert war. Neben den Geistern sollen das Haus auch Vampire heimsuchen. Konkrete Erzählungen finden sich nicht. Zumindest nicht in englischer Sprache. Die Quellenlage ist da sehr dürftig. Was meint ihr? Kann da was dran sein? Oftmals entspringen aus unglücklichen Zufällen der Mythos eines Fluchs, der mit dem Haus einhergeht. Hinsichtlich der Stimmen, die manche Bewohner gehört haben, könnte man aber in die Überlegung eintreten, dass diese aus den Nachbarhäusern stammen und gegebenenfalls sogar über die alten Wasserleitungen in das Rote Haus getragen wurden. Aufnahmen von Geistern lassen sich auch hier keine finden, sodass es möglicherweise nur um eine urbane Geschichte ist, die durch verschiedene Schicksale zusammengefügt wurde und mit der Zeit ein Selbstläufer wurde. Und wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Danke, euer Tom.
Willkommen zurück bei meinem Channel von Tom's Talk Mystery. Ich grüße euch, hier ist der Tom. Heute mal ein etwas anderer Podcast. Und zwar betrifft er auch ein paranormales bzw. spirituellen Bereich. Aber es geht dabei eher um Pseudomedien, sprich Menschen, die von sich behaupten, ein Medium zu sein und dann Menschen ihre Fänge bekommen. Es ist ein Podcast, der basiert auf einem Artikel von mir vom Juli diesen Jahres. Und der war mir schon wichtig, da ich unter anderem Admin in verschiedenen Facebook-Gruppen bin und die ein oder anderen, die hier auch zuhören, kennen mich vielleicht auch von daher. Und ich bin eigentlich jemand, der da auch sehr kritisch gegenüber eingestellt ist. Und daher dachte ich mir, dass ich mal einen Artikel darüber schreibe und dies jetzt auch als Podcast hier veröffentliche. Um mal für Klarheit zu sorgen. Sicherlich wundert der ein oder andere sich, warum ich als Ghost Hunter sehr kritisch gegenüber Medien, Seher, Geistheilern und auch so manchen teamfremden Kollegen, paranormale Ermittler, Ghost Hunter eingestellt bin und dies auch so kommuniziere. Mal davon abgesehen, dass ich mich erstmals vor über 35 Jahren mit paranormalen Themen beschäftigt habe und seit 2010 aktiv als Ghost Hunter tätig bin, so ist es keine Frage, ob ich an Geister glaube oder nicht. Ich glaube daran, aber habe meine Rationalität und Bodenhaftung niemals verloren. Sich damit zu beschäftigen bedeutet, intensiv eintauchen und aus diversen Quellen Meinungen bilden, unter anderem Literatur und Berichten von Betroffenen. Ich habe zudem eine fundierte juristische Ausbildung und war unter anderem in der Drogenberatung und Betreuungsbereich tätig, dort im Backoffice einer gesetzlichen Betreuerin. Von zu Hause aus und aufgrund meiner Ausbildung besitze ich einen Gerechtigkeitssinn. Aber genug dazu, nun zum Wesentlichen. Was ich ja oft als Kontra zu lesen bekomme, ist, dass man lediglich kritisiert, weil man neidisch sei oder missgünstig. Mag sein, dass dies auf den einen oder anderen zutrifft, aber auf meine Person oder die Darstellungen und Aussagen meines Teams keinesfalls. Ich denke schon, dass es auch Medien gibt, die was drauf haben. Aber die Vielzahl, über 90%, sind Blender und wollen lediglich Aufmerksamkeit und angehimmelt und vergöttert werden. Auch viele Ghost Hunter paranormale Ermittler wollen dies nur, ohne wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Oftmals geht es nur um Show. Darüber habe ich schon diverse Artikel mal geschrieben und auch Podcasts gemacht. Bei allem darf man nicht vergessen, und dies machen sehr, sehr viele, egal in welchem Bereich des Paranormalen oder Spiritualität, dass man es in erster Linie mit lebenden Menschen zu tun hat, die sich hilfesuchend an einen wenden. Diese bringen einem das Vertrauen entgegen und legen vertrauensvoll quasi ihr Schicksal in die Hände. Mit ihrer Gesundheit und Psyche sind sie einem vollkommen ausgeliefert. Und genau da ist das Problem, wo es auch in den strafrechtlich relevanten Bereich gehen kann, wenn teils Aussagen getroffen werden, die die geistige und körperliche Gesundheit von Klienten in Mitleidenschaft ziehen können. Nur dies wird gerne ignoriert und zum Beispiel die über die Nacht auftretenden blauen Flecke an der Oberschenkelseite von einem Besuch eines Inkubus herrühren, also eines Nachtalbs. Auf die Abklärung einer möglichen Erkrankung wird verzichtet bzw. gar als Unsinn abgetan. Bei Facebook und den sozialen Medien spielen viele sich auf und die Medien, die ich getestet habe, ohne dass sie es wussten, lagen mit ihren Aussagen zu 100% daneben. Darunter welche, die auch Facebook-Gruppen leiten oder geleitet haben. Diese Medien werden dann auch von vielen supportet aus reiner blinder Anhängerschaft oder Fankults. Man darf nicht vergessen, dass gerade viele bei Facebook vieles preisgeben und es daher auch für die Medien recht einfach ist, allgemeine Aussagen zu treffen. Ich habe eingangs ein wenig zu meinem Werdegang geschrieben und da würde so ein Medium sicherlich sagen, dass ich immer gern im Büro und mit Wörtern arbeite. Wäre eine allgemeine Aussage, mehr aber nicht. Eine konkrete Aussage ist dies aber noch lange nicht. Und genau darum geht es doch eigentlich. Nochmal zurück zu der Fehlerquote von 100%. Denn was dies nach sich zog, zeigte, wie abartig so manche Einstellung von Medien ist. Das Ergebnis resultierte daraus, dass man keine zutreffenden Aussagen zu einem Bild machen konnte, welches ich vorlegte. Ich kannte alle Einzelheiten und meine Infos, die ich anfangs zu dem Bild gab, waren falsch. Dies fiel nicht auf. Als ich das Geheimnis lüftete,
wurde ich virtuell gesteinigt und die Medien, die falsch lagen, versuchten mir zu suggerieren, dass ich mich irren würde und sie recht hätten. Nur gaben sie Aussagen von sich, die wahrheitswidrig waren. Keiner hatte ihren Fehler eingestanden. Diese Medien leiteten zudem Gruppen, wo Medien ausgebildet werden. Ich beschäftigte mich dann intensiver mit dieser Problematik und ich stieß dann regelrecht in ein Wespennest, wobei Wespen noch harmlos sind. Es zeigten sich nach der Zeit Strukturen und Vernetzungen, die man als mafiös schon bezeichnen konnte und die auch mit paranormalen Ermittlern und Ghost Huntern vernetzt waren. Nach und nach meldeten sich Opfer bei mir. Auch wenn ich mich seit einiger Zeit aus diesem Bereich zu meinem eigenen Schutz zurückgezogen habe, erhalte ich immer noch Infos und ich kann nur eindringlich davor warnen, zu leichtgläubig zu sein und sich in die Hände derer zu begeben. In dieser ganzen Community wird viel mit Leichtgläubigkeit und Unkenntnis von Hilfesuchenden und Interessierten an paranormalen Vorkommnissen gespielt. Es geht mir dermaßen gegen den Strich, dass Hilfesuchende oft nur ausgenutzt werden, damit die vermeintlichen Helfer sich aufspielen können. Den Helfern ist es egal, ob sie gesundheitlichen oder psychischen Schaden anrichten. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Diskussion mit einem Geistheiler, der an sich behauptet hat, dass er psychische Erkrankungen heilen kann. Finde den Fehler. Und gerade weil ich dermaßen oft mit meiner Kritik bin und Tacheles rede, werde ich zur Zielscheibe. Macht mir nichts aus, da ich mich zu wehren weiß. Und vielleicht haben die vorstehenden Zeilen, beziehungsweise jetzt dieser Podcast, mal ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Seid vorsichtig, wenn ihr euch an Medien, Geistheiler und so weiter wendet. Euer Tom.
Willkommen zurück bei Tom's Talk Mystery. Ich grüße euch. Hier ist wie immer der Tom. An sich wollte ich heute einen Podcast veröffentlichen zu einem Gerät, was Ghost Hunter benutzen. Aber es gibt eine aktuelle Entwicklung. Und zwar sagt vielleicht dem einen oder anderen der Name James Randi etwas. James Randi ist zu Lebzeiten ein Zauberkünstler gewesen und auch ein sehr skeptisch eingestellter Mensch, der zudem Mitglied bei einer Skeptikervereinigung in Amerika gewesen ist. James Randi ist am 20. Oktober 2020 gestorben, mit 92 Jahren. Ein schönes Alter. So an sich sagt der Name vielleicht dem einen oder anderen etwas, aber er ist eher bekannt und mit dem Begriff Randi Foundation. Die Randi Foundation hat er ins Leben gerufen, um 1 Million Dollar demjenigen auszuzahlen für handfeste Beweise paranormaler Fähigkeiten. In erster Linie ging diese Offerte an Medien. Das Geld ist nie abgerufen worden. Nie jemand hat sich jemals zu den Tests zur Verfügung gestellt, um zu beweisen, dass die Fähigkeiten wirklich vorhanden sind. Das ist ganz interessant gewesen, weil ja viele von sich behaupten, ja, sie können mit Erzengel Michael und wie auch immer reden. Vor allem in Amerika ist das ein riesen, riesen Business. Er selber hat mal von einem Medium erzählt, was für ein Reading 700 US-Dollar nimmt, aber man schon etliche Monate im Voraus buchen muss, weil die so ausgebucht ist. Und da schrillen alle Alarmglocken einfach. Na jedenfalls, worum es eigentlich heute geht, ist, ich möchte nicht so sehr über die Randi Foundation sprechen, sondern das, was der liebe Steve Huff von Huff Paranormal mal wieder abgeleistet hat. Huff Paranormal sollte eigentlich den meisten vielleicht ein Begriff sein. Steve Huff ist der Erbauer des sagenumwobenen Portals. Das Portal ist ja dieses Gerät, was wie so ein Radio aussieht, wo ein paar Leuchtbänder drin rumlaufen, die blau, rot, grün, wie auch immer leuchten und wo man Botschaften von Geistern raushört. Wird auch gerne von Geisterjägern, besonders auch von deutschen, amerikanischen, wie auch immer und englischen benutzt. Das Gerät war schon das ein oder andere Mal auch Gegenstand hier in meinem Podcast, beziehungsweise darüber haben wir, der Hagen aus meinem Ghost Hunter Team sowie ich, haben da mal mit dem Kripus Paranormal Scanner in einem Video von ihm darüber geredet, um mal aufzuzeigen und zu erklären, dass dieses Gerät einfach sinnlos ist. Na jedenfalls hat der Steve Huff ordentlich Kohle schon mit diesem Gerät sicherlich machen können, denn wenn man die Verkaufspreise anguckt, die teilweise oben im vierstelligen Bereich liegen, so im Bereich 4000 Euro waren die ersten Geräte. Mittlerweile kann man die auch für 700 Euro bekommen. Da kann man sich schon ausrechnen, wie hoch die Gewinnmarge ist. Jedenfalls hat er jetzt in Kombination mit seinen hochmodernen Spirit-Boxen und dem Portal hat er jetzt versucht, Botschaften von James Randi zu bekommen. James Randi ist am 20. Oktober 2020 gestorben und das Video von Steve Huff in seinem Channel Huff Paranormal ist am 23.10. erschienen. Und wie sollte es anders sein? Ich wollte schon sagen, Steve Randi, hat Steve Huff Botschaften von James Randi erhalten. Beispielsweise, dass er sich gut fühlt, er jetzt im Licht sei. Und dann wurde er gefragt, wo ist denn deine Seele? Da kam dann die Antwort von einem anderen, in Anführungsstrichen Geist, er sei im Himmel. Ich saß, als ich es gesehen habe, fassungslos davor. Vor allem Steve Huff hat es ja schon bei Eddie Van Halen gemacht. Vor einer Woche ist auch bei Huff nochmal ein Video erschienen, wo er Botschaften von Eddie Van Halen über das Portal, beziehungsweise Spirit Box in ein Portal empfing. Unter anderem mit einer Message an seine Witwe und wo er sie auch beim Namen genannt hat und so weiter. Mal kurze Erklärung dieses Portals, wer die anderen Podcasts von mir nicht kennt. Das Portal ist im Grunde halt dieser Kasten, wie ich es eben schon beschrieben habe, und er wirft dann irgendwelche Wörter, Sätze und so weiter aus. Oftmals in Kombination mit Halle-Effekt. Warum ein Halle-Effekt? Natürlich, um zu suggerieren, dass diese Botschaften aus der Tiefen des Jenseits kommen.
Das Gerät an sich ist aber kein Empfangsgerät. Es ist ein reines Wiedergabegerät. Man kann es auch mit einem Mischpult beziehungsweise ja, kombiniert mit einem Lautsprecher könnte man dann sagen, könnte man das so umschreiben in einfachen Worten. Steckt ein bisschen Technik dahinter, aber das ist so im Groben das, was da so, wie man es so beschreiben könnte. Wesentlich ist, dass dieses Portal kein Empfangsgerät ist. Dafür bedarf es einer Quelle, die angeschlossen werden muss. Als Quelle empfiehlt es die Pfaff beispielsweise seine Portal-App, wo Datenbanken hinterlegt sind, oder man nimmt eine Spiritbox, oder man kann dann auch einen Ovilus nehmen, oder man kann natürlich auch seine eigenen MP3-Dateien einspielen. Und genau da liegt in dem Fall jetzt hier die Krux. Es gibt nämlich ein sehr, sehr gutes Video von Krypus Paranormal Scanner, der mal einen Fake von Steve Huff aufgedeckt hat. Nämlich Steve Huff hat öfters solche Videos gemacht, wo er dann mit berühmten Verstorbenen dann die Videosessions gemacht hat und dann natürlich Botschaften bekommen hat. In dem einen Fall sogar von Elvis Presley. Und Krypus hat herausgefunden, dass das, was da herauskommt aus dem Portal, in dem Fall Fetzen von einem Song von Elvis Presley gewesen ist. Ich hoffe, das war jetzt Elvis Presley. Die hat sich mich gerade mit dem Sänger verwechselt. Ansonsten, Kypus, falls du das hörst, korrigier mich bitte. Ich hatte jetzt auf die Schnelle nicht noch die Zeit, das rauszusuchen, aber ich meine, es wäre Elvis Presley gewesen. Und ja, anhand dessen konnte man halt schon belegen, dass dort Sequenzen eingebaut wurden, beziehungsweise aus dem Portal herauskamen, die in Wirklichkeit schon mal woanders veröffentlicht wurden, nämlich in einem Song. Und das ist eben das Problem bei diesem Gerät. Man kann seine eigenen Tondateien einspielen. Das heißt, man erstellt sich so eine Tondatei. Natürlich ist es simpel, dieses dann auch zu faken, zu manipulieren. Und es wäre ganz interessant, jetzt auch mal einen Stimmenabgleich zu machen, ob das, was Eddie Van Halen von sich gibt, beziehungsweise hier James Randi, ob das nicht vielleicht anderorts mal in Interviews wiedergegeben wurde und ob es sich überhaupt um die gleiche Stimme handelt. Vielleicht merkt man es an meiner Stimmlage, ich bin super stinkig. Da braucht man sich doch nicht zu wundern, wenn Skeptiker oder andere Menschen hingehen und sagen, ja, ihr Ghost Hunter, ihr Leute, die Paranormale, ihr habt sie nicht mal alle, ihr habt doch einen an der Waffel. Ja, den Leuten muss ich recht geben in dem Fall. Denn wer sowas als wahr verkauft, wie jetzt Steve Huff mit James Randi, Eddie Van Halen und den ganzen anderen, die er in seinem Channel hat, dann ist das ein Riesenbärendienst für alle, die wirklich vernünftig und authentisch, realitätsbezogen, diesen ganzen Vorkommnissen nachkommen. Und noch ein anderer Geschichte bringt mich fast auf die Palme, hätte ich gesagt, aber macht mich echt wütend und stinkig. Was geht mir diese Empathielosigkeit von den Leuten auf den Keks? Ich meine, James Randi ist seit 3 Tagen tot gewesen, anders als Steve Huff diesen Podcast, oder dieses Video gemacht hat, die Session mit der Spiritbox und dem darin angeschlossenen Portal, um Botschaften von James Randi zu empfangen. 3 Tage war er tot. Es ist ein Affront, man scheißt auf die Gefühle von Hinterbliebenen, von der Familie. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt Hinterbliebene von James Randi gegen Steve Huff eventuell vorgehen würden. Ich würde es im Grunde sogar wünschen. Ich gebe euch mal in der Videobeschreibung den Link zu dem Video von James Randi, wo also von Steve Huff, wo er den Kontakt mit James Randi aufbaut und auch das von Eddie Van Halen. Ihr findet in der Videobeschreibung auch die Links zu Krypus Paranormal Scanner, einmal das Interview mit mir und Hagen, wo wir über die Gerätschaften reden und auch das, wo er den Fake von Steve Huff aufdeckt. Und nebenbei bemerkt, wenn ihr noch ein bisschen googelt nach Debunked-Videos, Steve Huff, da findet ihr eine Vielzahl. Das ist eine der leider der negativen Schattenseiten des Ghost Huntings und der Erforschung von paranormalen Vorkommnissen und Phänomenen, mit denen man sich dann auch leider rumärgern muss. Na gut, ich werde das jetzt mal schneiden, vielleicht geht es heute noch online. Also heute haben wir jetzt den 25.10. Ich denke mal, das wird nachher noch online gehen. Okay, ich wünsche euch was. Bis demnächst. Ciao.
Willkommen zu einem neuen Thema hier bei Tom's Talk Mystery. Ich grüße euch, hier ist der Tom. Heute geht es um Hyperästhesie, potenzielle Wahrnehmungsstörung bei der Geisterjagd? Fragezeichen. Bei dem nachstehenden Podcast handelt es sich überwiegend um eine Übersetzung eines Artikels des von mir sehr geschätzten und befreundeten australischen Kollegen Alan Tiller. Nach Rücksprache habe ich von ihm die Erlaubnis erhalten, seinen Artikel auf Deutsch wiederzugeben, da ich seine Meinung teile. Die meisten Ghost Hunter, paranormalen Ermittler, arbeiten überwiegend und gerne nachts. Hierzu gibt es für sie viele gute Gründe. Die Dunkelheit fügt einen gruseligen Faktor hinzu. Einige Orte sind nachts für die Öffentlichkeit geschlossen, was den Agierenden die Bewegungsfreiheit auf der Location ohne Störungen und Unterbrechungen ermöglicht. Andere bevorzugen die Ruhe und die Tatsache, dass es gerade in Sommermonaten es dann auch kühler ist, Klänge auch weiter reisen können und Umweltgeräusche minimiert werden. Manche gehen auch tagsüber ihrer Arbeit nach und können nur nachts Ghost Hunting betreiben, was auch immer der Grund sein mag. Fast alle verwenden Kaffee oder Energy Drinks, damit sie während der Untersuchungen wach bleiben. Übermäßiger Konsum von Koffein kann Hyperästhesie bei Menschen auslösen. Das ist nicht die einzige Ursache, sondern die, auf die sich Alan Tiller in seinem Artikel konzentrierte. Koffein erzeugt eine Stimulation des Rückenmarks, des Kortex und der Medulla im zentralen Nervensystem und führt so zu einem vorübergehenden Überempfindlichkeitszustand, bei dem eine Person eine erhöhte Sensibilisierung der Sinne haben kann. Aber der Leser fragt sich nun sicherlich, warum ist dies so schlimm? Denn eine erhöhte Sensibilisierung der Sinne während einer Untersuchung ist doch als Vorteil anzusehen, um etwas Paranormales besser zu hören, fühlen, zu sehen. Oder etwa nicht? Nein. Denn durch diese Stimulation. Nein, denn durch diese Stimulantien, unter anderem Koffein, nimmt man auf einer höheren Ebene oder konzentrierter Gerüche, Berührungen oder Geräusche wahr, die normalerweise nicht unterscheidbar sind, als wenn man sie auf normaler Ebene erlebt und somit eine persönliche Erfahrung sind. Eine Person kann ein Muskelzucken haben. Täglich geschehen diese Muskelzuckungen unregelmäßig, zum Beispiel wenn sich der Körper entspannt und wird oft von der Person nicht wahrgenommen. Führt man aber vor oder während einer paranormalen Untersuchung Stimulantien seinem Körper zu, führt dies zu einer Hyperästhesie. Da wird dann dieses Muskelzucken, welches nun auf einer erhöhten Ebene empfunden wird, in Kombination mit einer Erwartungshaltung bezüglich des Auftretens paranormaler Phänomene durch und während des Ghost Huntings zu einer Wahrnehmung, dass man von einem Geist berührt wurde, obgleich es sich tatsächlich lediglich um ein Muskelzucken handelte, welches man immer hat, aber einfach nicht bemerkt, ohne die stimulisierten Sinne. Ein anderes Beispiel könnte eine Person sein, die ein altes Spukhotel besucht und den Ort auch kennt. Während man im sensibilisierten Zustand diesen Ort durchläuft, beginnt sie Tabakgeruch wahrzunehmen. Ein Geruch, der an sich immer da ist, haftend in den Wänden und Gegenständen, den man an sich nicht so wahrnimmt. Aber in diesem Zustand können die stimulisierten Sinne weitaus mehr wahrnehmen. Diese erhöhte Sensibilität in Kombination mit dem an sich immer noch dort befindlichen Tabakgeruch, dann die Idee, dass ein Geist anwesend sein kann, dadurch bedingt hat sie eine für sich gespenstische Erfahrung. Diese Erfahrung in dem Hotel ist aber da nicht real, weil der Geruch immer anwesend ist, aber normalerweise nicht im natürlichen Zustand der Sinne wahrgenommen wird. Wenn zwei Menschen den gleichen Tabakgeruch riechen, schließt dies die Hyperästhesie einer Person aus? Nein, einfach weil die Kraft der Suggestion unglaublich stark ist. Zum Beispiel präsentierte Slosson 1899 eine Studie über die räumlich-zeitliche Verbreitung von mehrdeutigen Wahrnehmungen unter einer Gruppe von Beobachtern. In einer Demonstration in Klassenzimmern schüttete er Wasser über einen kleinen weißen Wattebausch und gab seinen Schülern den Glauben, dass ein chemischer Geruch, den man nie zuvor roch, ausgestoßen wurde. Innerhalb von 15 Sekunden behaupteten die Schüler in der ersten Reihe, sie könnten den Geruch riechen. Dann kamen die Schüler hinten dran. Innerhalb weniger Minuten konnten 3/4 der Klasse den Geruch riechen. Leiden die Schüler an olfaktorischen Halluzinationen oder Verbeugungen gegenüber Gruppenzwang? Wollen sie nicht ausgelassen oder anders sein als ihre Artgenossen?
Was auch immer der Grund ist, Slossens Studio kommt zu dem Schluss, dass Halluzinationen des Geruchs leicht durch Suggestion ausgelöst werden können. Wenn wir uns also nicht auf unsere Sinne verlassen können, wie definieren wir also paranormale Phänomene während der Untersuchungen? Ganz einfach, man kann es nicht. Die Wahrheit ist, dass kein Geist jemals von irgendjemandem bestätigt, gefangen, untersucht, studiert oder gemessen wurde. Wenn es so wäre, wäre die wissenschaftliche Gemeinschaft überall und alle Ghost Hunter, Geisterjäger, paranormalen Ermittler würden aus jedem angeblichen Spuk aus herausgeschubst werden, sodass wissenschaftliche Forschungsteams mit endloser Finanzierung durch die Regierung und den privaten Sektor die Geister studieren könnten. Ob Sie diese Erklärung mögen oder nicht, es ist die Wahrheit. Es gibt absolut keinen Beweis für existierende Geister. Das sollte dich nicht davon abhalten, nach draußen zu gehen und nach einem Geist zu suchen. Achte nur darauf, ob du das tust, dass deine Beweise und die Art und Weise, wie du sie gesammelt hast, der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Ansonsten wird die Geisterjagd nur nach einer mit Nervenkitzel und Spaß und persönlicher Erfahrung. So viel für heute, euer Tom.